Gerald Potocznik, der Präsident des Steirischen Radsportverbandes bei den Stars von Morgen mit sehr, sehr vielen und vielen Begeisterten. Die Stars von morgen hier können ja auch Stars des Radverbands sein in Zukunft. Wie wichtig ist für euch die Jugendarbeit? Weil ihr seid ein sehr erfolgreicher Verband. Unser ganzer Verband ist auf die Jugendarbeit aufgebaut. Wir nennen das gerne unsere gelben Trikots von morgen. Aber damit man ein gelbes Trikot von morgen wird, braucht es hier solche Veranstaltungen wie den Kids-Tag, die ganz niederschwellig beginnen. Und wenn wir da schauen, was sich von der ersten Minute an auf unserem Radparcours vom Mountainbike-Club Giants der Tech abspielt, dann sieht man, dass das Fahrrad von Kindesbeinen an noch immer eine Faszination ausübt. Und das ist schön für uns zu beobachten und zeigt uns, dass wir von den ganz Kleinsten an am richtigen Weg sind. Bei mir steht Michael Ehmann, Aufsichtsrat der Holding Grazia. Vielen Dank vorab gleich für die Unterstützung, die wir immer wieder von der Holding Graz erfahren. Wie wichtig ist aber trotzdem für die Holding der Sport, die Gesundheit, die Prävention? Ja, absolut. Und die Holding erfüllt hier auch eine großartige Aufgabe im Bereich Prävention. Spiel, Spaß, Freude für Kinder und da lernt man auch fürs Leben. Also da geht es ja auch manchmal leider auch um Niederlagen, aber das gehört auch zum Leben dazu. Und was aber ganz wichtig ist aus unserer Sicht ist, dass die Kinder miteinander Sport machen, miteinander Zeit verbringen, sich austauschen und gleichzeitig, dass sie ihren Stützapparat stärken, ihre Nerven auch durch und durch. Und ich glaube, eine gute Sache ist es auch, dass die Konzentrationsfähigkeit steigt der Kinder. Das ist auch für die Schule gut. Also alles in allem bringt das alles was und deshalb machen wir da gern mit. Danke. Ja, bei mir steht jetzt der Hausherr hier im Askö-Stadion, Gerhard Wittmann, Präsident des Askö Steiermark. Wir dürfen das zweite Mal hier zu Gast sein mit dem Kids Day. Gerhard, wie wichtig ist für dich eine Veranstaltung wie diese? Weil ihr seid ja sehr umtriebig, auch als Askö, bis hin zum Kinderschminken, wie wir hinter uns sehen. Aber so viele Jugend, so viele Kinder, so viele Sportarten im Stadion. Ja, es ist ganz toll natürlich bei Kaiserwetter heute 38 Stationen, wo die Kids, und es sind wirklich schon viele Kids hier, wo die Kids verschiedenste Sportarten kennenlernen können und Sportarten, die sie wahrscheinlich noch nie ausgeführt haben, und ich bin mir überzeugt davon, dass einige bei den verschiedenen Sportarten dann bleiben und sie sind eigentlich die Stars von morgen. Und ich denke, dass Sport und Bewegung für Kids, beginnend von Kindern über die Jugendlichen bis hin zu den Erwachsenen, natürlich etwas ganz, ganz Wichtiges für das Leben eines Menschen ist, für die Persönlichkeitsentwicklung, für die Persönlichkeitsentfaltung. Daher ist dieser Tag natürlich heute ein besonderer Tag und da gilt mein großer Dank natürlich allen, die hier mitgearbeitet haben, den Vereinen vor allem auch und denen, die als Veranstalter fungieren, dass dieses tolle Fest hier im Askö-Center in Eckenberg stattfinden kann. Ja, bei mir steht jetzt Sportstadtrat Kurt Hohnsinner zu Gast im Askö-Stadion bei den Stars von morgen, hat einen Star von morgen mitgebracht, den Leopold. Lieber Kurt, du bist unermüdlich unterwegs für den Sport, du probierst alles selber aus, habe ich gesehen. Es muss ja eigentlich heute ein Feiertag für dich sein. Ja, lieber Gerhard, das ist wahrlich ein Feiertag des Sports, weil mein größtes Anliegen ist es, möglichst viele Kinder für Sport zu begeistern. Das geht einerseits mit Vorbildern, wie bei den Spielern von Sturm, aber es geht vor allem mit dem Ausprobieren der Sportarten. Und das ist einfach ein leichter Einstieg für die Kinder. Ihr habt das wirklich möglich gemacht. 35 Mitmachstationen. Dem Leo taugt es voll. Wir sind gerade beim Biathlon. Er hat das noch nie gemacht und hat wirklich Freude dabei. Und genau um das geht es. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Verbänden, Vereinen, bei allen Ehrenamtlichen bedanken, die es unseren Kindern ermöglichen, Sport auszuüben. Danke vielmals. Ja, ich darf jetzt den Präsidenten der Union Steiermark begrüßen, Stefan Herker. Stefan, zum Sport und zur Jugend ist heute so viel gesagt worden. Was wesentlich ist natürlich für den Sport, um das alles bieten zu können, bei euch die Hüttenbrennergasse, die Unionhalle zum Beispiel nur, ist natürlich die sportliche Infrastruktur und das Budget dazu. Wie geht es euch momentan und wie stemmt man das Ganze noch? Ja, Budget ist ein gutes Stichwort in dem Fall. Also wir kämpfen ja schon seitdem wir mit den Energiepreisen und so weiter und Heizung und so Probleme gehabt haben. Wir sind voll, wir brauchen einfach mehr davon, das ist das eine, weil wir haben jetzt ein ganzes Jahr Bewegungsrevolution gemacht und die Leute zum Sport animiert und jetzt haben wir plötzlich die Sportstätten nicht mehr in dem Ausmaß, wo wir es bringen können. Wenn ich auf der anderen Seite dann höre, dass die Stadt Graz das Sportbudget kürzen möchte, dann ist das für mich der absolute Wahnsinn, wenn wir wirklich daran arbeiten, die Leute und vor allem die Jugend zum Sport zu bringen, dann so dagegen zu fahren. Aber zum Positiven des heutigen Tages ist doch herrlich, dass so viele Kinder und Jugendliche da sind und so viele Sportarbeiten ausprobieren.
Ja, das zeigt uns eigentlich, wie gut die Botschaft ankommt. Tut es mehr, macht es mehr, habt Spaß am Bewegen. Und die Kids sind diejenigen, die wir als erstes erfassen müssen. Und bei denen greift es dann auch lebenslang. Vielen Dank, Stefan. Ja, ich darf jetzt begrüßen einen, der sehr, sehr viel im Bereich des Fußballs gemacht hat, schon für Sturm Graz in der Jugend mit unermüdlicher Jugendarbeit. Dann hat er die Damen in die Champions League geführt. Die Sturmdamen ist jetzt der Jugendchef des TSV Hartberg. Christian Lang. Und Christian, ganz eine besondere Frage, sehr, sehr viele Sportarten. Du bist einer, der seit jeher und einer der ersten auf polysportive Ausbildung Wert legt. Wie wichtig ist es, dass wir so viele verschiedene Sportarten da haben und auch zum Ausprobieren da sind? Extrem wichtig, vor allem in den Bereichen 7 bis 10 Jahre ist die vielseitige Bewegungsschulung wichtig und das Vernetzen von verschiedenen Sportarten, vor allem was Koordination betrifft, aber auch was Gehirntraining betrifft, ist enorm genial. Vielen Dank, Christian, schön, dass du da bist. Ja, einer, der unermüdlich für den Sport in Graz kämpft und das seit langen, langen Jahren, steht jetzt bei mir der Leiter des Grazer Sportamts, Thomas Rajakovic. Thomas, muss ja herrlich sein für dich heute, so viele Kinder, so viele Jugendliche in einer wunderbaren Grazer Sportstätte zu sehen. Ja, danke erstmal Gerhard für die große Unterstützung für den Sport des Grazers, der wirklich unermüdlich auch dafür kämpft, dass Kinder und Jugendliche auch sehen, was es an Angebot gibt. Wir sind wirklich froh, dass dieser Sport in Graz gut funktioniert, auch wenn er, ich glaube, manche Redner im heutigen Interview werden das ja auch sagen, im Moment ein bisschen finanziell bedroht ist. Aber wir haben insgesamt 16 Bundesliga-Vereine, Sturm und GAK sind allen bekannt, aber wir haben auch die Sturm-Damen, wir haben die 99ers, wir haben mit Ketchup das erfolgreichste Frisbee-Team, wir haben jetzt mit Hockey HC Graz erstmals Damen in der Bundesliga, wir haben Damen und Herren im Volleyball, im Handball, im Basketball, das heißt ein riesiges Angebot und dazu gibt es ganz viele Sportarten, wie eben auch der Skiverband hinter uns anbietet, wo man auch im Winter seine Kinder anmelden kann. Skifahren ist ja heute nicht mehr ganz so günstig, wie es einmal war. Wenn man bei einem Skiclub dabei ist, kann das auch noch leistbar bleiben. Und an dem wollen wir weiter arbeiten und deshalb auch ein herzliches Dankeschön an den Rudi Hinterleitner, dem Urgestein dieses Sporttag des Sports. Und ich freue mich, dass wir heute auch das Wetter dazu haben. Danke euch. Ja, vielen Dank, Thomas. Das heißt, wir brauchen uns keine Sorgen machen um den Nachwuchs, wenn man da heute durch das Stadion schaut, dass unsere Bundesliga, wir sind ja, glaube ich, die Bundesliga-Hochburg, oder? Mannschaften in Österreich. Ich glaube, wir haben die meisten. Das brauchen wir uns keine Sorgen machen, oder? Da hoffe ich, brauchen wir uns keine Sorgen machen, wenn die Eltern nicht nur schauen, sondern ihre Kinder gleich anmelden, machen wir keine Sorgen. Ja, ich habe jetzt den Präsidenten des Steirischen Eishockeyverbandes bei mir, Philipp Hofer. Herzlich willkommen, Philipp. Philipp, Eishockey pumpt ja in Graz jetzt wieder mit der Neuaufstellung der 99ers. Heute hier hunderte Kinder und tausende Kinder eigentlich, darf ich jetzt schon sagen. Wir sind am Nachmittag. Und was mir aufgefallen ist, extrem viele haben den Schläger in der Hand. Auch Landhockey, Eishockey sind da unten auf der Eisfläche, die hinter uns zu sehen ist. Wie geht es ihr damit jetzt um oder was ist, spürt ihr den Boom jetzt auch, den vielleicht auch durch die neue Konstellation der 99ers in der Steiermark vorherrscht? Also den Boom in Graz spüren wir jetzt im Verband auf jeden Fall schon. Ist eine ganz tolle Sache, da ist sehr viel neuer, frischer Wind hineingekommen. Beim Nachwuchs spüren wir es klarerweise noch nicht, weil die Saison steht ja gerade erst noch vor der Tür. Nein, die Niners haben jetzt das Vorbereitungsturnier, die E-Trophy, die letzten 2 Tage gespielt. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn das Team heuer reüssieren wird, werden wir das schon während der Saison merken, dass deutlich mehr Kinder auch wieder kommen zu uns, zu den Schnuppertrainings, neue Anfänger dazukommen. Das geht meist Hand in Hand. Also kann mich noch gut erinnern, wie die 99ers in den Grunddurchgang gewonnen haben, Champions League gespielt haben. War der nächste Jahrgang ein sehr starker, quantitativ gesehen. Und das ist für uns schon ein ganz wichtiger Punkt. Und es freut mich sehr, dass die 99ers heuer offensichtlich ein sehr starkes Team gefunden haben. Ja, also heute haben wir die Stars von morgen da. Das heißt also auch für dich, dass es schon ein Thema ist, das betrifft viele Bereiche, das betrifft Profimannschaften, Bundesligamannschaften, wo wir der Spitzenreiter sind in der Stadt Graz mit 16 Bundesligavereinen in Österreich. Also die Stars von heute prägen schon die Stars von morgen auch, zeigen das und deshalb ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man die Kinder, die Jugendlichen zum Sport bringt. Na, auf alle Fälle, da gebe ich dir 100% recht. Es ist für uns sehr wichtig, dass Vorbilder da sind, dass ein Spitzensport betrieben wird. Und wir vom Verband sind dann dafür da, dass wir das Ganze im Nachwuchs quasi verwerten. Deswegen bin ich irrsinnig gern bei solchen Veranstaltungen wie dem Kids Day, Tag des Sports, mit dabei, weil wir dort einfach unser Sportart präsentieren können. Wir haben unseren Landessportkoordinator heute da, der Akademieleiter ist da, diverseste Trainer vom ATC Graz zu den 99ers Juniors. Wir versuchen da natürlich sehr breit aufgestellt herzukommen und den Kids dort auch wirklich die Schmankerl des Eishockeys schon zu zeigen. Natürlich haben wir noch immer so ein bisschen das Dogma, es ist brutal und man kann sich verletzen, aber
wenn man den Sport dann einmal wirklich betreibt und die Kinder das als Kind her schon lernen, dann kommt man ziemlich schnell drauf, dass das extrem lustig ist, extrem viel Spaß macht, auch die soziale Kompetenz im Mannschaftssport eine ganz große Rolle spielt und Eishockey einfach ein extrem toller Sport ist. Und da ist es natürlich wichtig, dass man auch in die Öffentlichkeit gehen kann mit solchen Veranstaltungen wie heute hier, wo man den Kindern einfach wirklich zeigen kann, was man mit Eishockey bewirken kann und die das einmal probieren können und den Schläger mal in der Hand haben können. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Bin ich sehr gern dabei. Danke für die Veranstaltung schon an dem Punkt. Philipp Hofer dann frei nach dem Motto der Stadt Graz, let's go. Vielen Dank fürs Interview und fürs Dabeisein. Max Bichler, Geschäftsführer der Sportunion Steiermark, aber nicht nur das, also einer der Drahtzieher der großen Eifrigen und Guten hinter Let's Go Graz im Sport, ja, hinter der Bewegungsrevolution und dem Bewegungsland Steiermark. Max, du bist immer ein treuer Partner, Unterstützer. Dein Präsident war heute schon da, schon Stefan Herker. Und ich meine, der uns unterstützt auch beim Tag des Sports, beim Kids Day. Wie wichtig ist die Jugendlichen, die Kinder in die Bewegung, in den Sport zu bringen und ein bisschen, wenn es geht, die Eltern auch dazu? Also, dass wir die Frage überhaupt diskutieren müssen, ist ja grotesk eigentlich. Ich glaube, es gibt kein klareres Thema. Wir brauchen Bewegung bei den Kindern, wir brauchen Bewegung, aber auch quer durch unser Leben. Wir wissen, das Sozialsystem, das Gesundheitssystem kollabiert total, wenn wir einfach nicht länger gesund bleiben. Und deswegen ist jede Veranstaltung, also wie der Tag heute, perfekt dazu, um alle zu sammeln. Und wenn da ein Kind heute herumläuft und etwas Neues kennenlernt, dann sehen hoffentlich auch die Eltern, wie das ihrem Kind Spaß macht und dann auf dem weiteren Weg unterstützt. Vielen Dank, Max Bichler. Deswegen auch die Bewegungsrevolution, die in der Steiermark stattfindet. Und auch mich als Älteren bringt der Max noch zum Laufen und dazu, sich zu bewegen. Vielen Dank, Max Bichler. Bleibt dem Sport bitte so gewogen. Natürlich. Ja, jetzt darf ich bei mir begrüßen den Chef des Österreichischen Wirtschaftsbunds, den Nationalrat und den Spitzenkandidaten der ÖVP Steiermark, Kurt Ecker. Ich freue mich riesig, dass du da bist, gerade wenn so viele Kinder, so viele Jugendliche da sind und dass du das Herz für den Sport auch zeigst. Wir müssen präventiv für die Gesundheit, wir müssen für die Zukunft unsere Kinder fit machen, unsere Erwachsene auch. Und na, gerade vor den Wahlen ist es immer ein Thema, wie bringen wir den Sport weiter, und wir haben Probleme in der Infrastruktur. Aber wir haben so viele Jugendliche, die zum Teil nicht einmal Möglichkeiten mehr haben, zu Vereinen beizutreten, weil die Kapazitäten erschöpft sind. Was kann man da in Zukunft dafür tun, und wie schön ist es für dich, dass so viele Jugendliche heute da sind? Also ich möchte zuerst einmal dir, dem Grazer und auch dem Rudi Hinterleitner sehr, sehr herzlich danken für euren Einsatz mit einer großartigen Idee, dass man an 38 Standplätzen Sport probieren kann. Ich glaube, das Wichtigste gerade in einem Raum wie Graz ist es, die Kinder für Sport zu begeistern, die Eltern zu animieren, mit ihren Kindern herzukommen. Und deswegen ist das ein großartiges Angebot. Also einmal herzlichen Dank dafür. Zweite Geschichte: Die Politik kümmert sich nicht nur vor Wahlen um Sport, sondern wir versuchen immer zu schauen, was ist an Infrastruktur notwendig, was ist an Unterstützungsleistungen notwendig und wo können wir helfen. Natürlich kann es immer ein wenig mehr sein, und ich glaube, im Zusammenspiel mit den Sportfachverbänden, mit der Politik, mit Bund und mit Land kann es gelingen, auch diese Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Ja, ich glaube, wir müssen mehr tun, gerade im Hinblick, dass sich die Kinder mehr bewegen müssen. Ja, vielen Dank, lieber Kurt. Müssen wir zwei Erwachsenen uns auch mehr bewegen, wie wir wissen. Wir sollten, ich hoffe, ich habe wieder Zeit, nach dem Wahlkampf mich richtig zu bewegen. Gut, du bist jetzt sehr viel unterwegs, wir sollten auch fit sein. Aber wie ist die Situation jetzt auch mit der Stadt Graz? Also es ist ja das auch ein Thema, dass wir sagen, Toni Lang hat ein Interview bei uns gegeben, jetzt, der für die Finanzen des Landes zuständig ist, der gesagt hat, naja, das Land ist bereit, die Stadt Graz muss mit Ideen kommen, zum Thema Infrastruktur. Und ich spreche gar nicht nur auf das Stadion an in Graz, sondern das man notwendig brauchen, ob eines oder zwei, das ist mir jetzt ganz egal, oder sei dahingestellt, aber zumindest ein Stadion, das tauglich auch ausführt, Champions League oder Europacup. Wie kann das Land jetzt da unterstützen, beziehungsweise auch, was braucht das Land von der Stadt, um da mitzuwirken?
glaube, die Landespolitik, sowohl der Landesfinanzreferent als auch der Landessportreferent haben klar gesagt, Graz braucht Ideen, Graz braucht Visionen und dann kann man Konzepte anschauen, ob sie umsetzbar sind oder nicht. Was in Graz grundsätzlich fehlt, und das ist nicht nur im Sport so, ist eine Idee, ist ein Konzept, ist eine Vision. Und der Tag ist viel zu schön, um da auf die einzelnen Beispiele einzugehen. Aber insgesamt würde, und weil wir heute am Tag der Bewegung sind, auch der Stadtregierung mehr Bewegung gut tun, nämlich mehr Bewegung bei politischen Ideen. Und ich hoffe, dass das ein guter Anreiz ist, auch dort in Bewegung zu kommen. Ja, vielen Dank, Kurt Ecker. Damit schließe ich jetzt die Vision. Die einzige, die wir haben müssen und haben dürfen, sind so, so viele tausende Kinder, die heute da waren und den Sport versucht haben, 38 Sportarten ausprobiert haben. Damit können wir sagen, es sollen sich alle bewegen, dass diese vielen Kinder den Sport ausüben können und auch die Möglichkeiten und die Infrastruktur dafür haben. Vielen Dank, Kurt Ecker. Lukas Müller, ein treuer Partner, nicht nur er als Person, der Lukas, sondern vor allem die Grazer Wechselseitige, die Grave ist, wo immer wir für Sport was machen, nicht nur wir als Grazer, sondern überhaupt die Sportwelt stattfindet, ist die Grazer Wechselseitige dabei, auch bei meinem Lieblingsverein, bei Sturm Graz. Und legt sehr, sehr viel Wert, wie auch am heutigen Tag, auf die Jugend. Ich glaube, dass gerade für euch ein wesentlicher Aspekt ist. Ich glaube, ihr habt jetzt selber sogar auch mit dem Gesundheitsbereich angefangen. Da hat es früher mal Kooperation mit der Merkur-Versicherung gegeben, wie auch das Stadion war, auf den Gesundheitsbereich selbst gelegt. Wie wichtig ist es für euch, dass man die Jugend auch im Präventivbereich in Richtung Gesundheitsvorsorge, dass man die Jugend, und wir haben heute 3.000, 4.000, 5.000 Jugendliche, Kinder da gehabt, die Sport versuchen, Sportarten ausprobieren. Wie wichtig ist es für euch als Partner und Sponsor? Und wir sind euch richtig dankbar, dass wir die Jugendlichen zum Sport bringen. Lieber Gerhard, danke auch für die Einladung. Danke, dass wir auch dabei sein dürfen und diese tolle Veranstaltung unterstützen. Wir sind als Grave sehr, sehr stolz darauf, für junge Leute was zu machen, für junge Leute da zu sein, natürlich auch präventiv, das Interesse zu wecken, einfach aufzuzeigen, was es für Möglichkeiten eigentlich in so einer tollen Stadt wie Graz gibt. Als Grazer Wechselseitige, wo wir doch, ich würde jetzt mal sagen, schon omnipräsent sind, auch im gesunden Bereich viel zu tun, weil natürlich die Prävention durch Sport nicht nur die lustigste ist, sondern wahrscheinlich auch die einfachste. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, wie das in früheren Zeiten war, vielleicht auch, wo man halt noch direkt sich im Schwimmbad getroffen hat, wo man einfach länger geschwommen ist, wo man gesprungen ist, wo man Gaudi gehabt hat. Und das sind Dinge, die heute genauso wichtig sind. Und wenn man da sieht, die Vielfalt, die ihm angeboten wird, ist das ganz, ganz toll. Also sind wir sehr stolz darauf, das auch heuer wieder unterstützen zu dürfen. Ja, und wir alle, die im Sport tätig sind, und ich bin es, glaube ich, schon sehr, sehr lange nicht so aktiv und passiv, wir danken der Grazer Wechselseitigen immer dafür, da zu sein, dabei zu sein, immer offenes Ohr für uns zu haben. Wir machen es eh nicht für uns. Wir sind alle im gleichen Boot, dass es uns was kostet. Und wir machen es für die Kinder und für die Jugend, wenn ich da umschaue, die sich nur die Kinder umlaufen. Es ist was Schöneres, gibt es in Wahrheit nicht. Also da steht die Ideologie jetzt schon vor dem Return on Investment, was die Marke betrifft, absolut, oder? Ganz, ganz wichtig für uns ist auch, wenn man den Sport an sich betrachtet, der Sport ist wie das Leben. Man muss in Bewegung bleiben, um die Balance zu halten. Ja, das sieht man da jetzt bei vielen Möglichkeiten, die man im Stadion herinnen hat. Das ist eine Investition. Ich sage jetzt einmal, da kriegt man unmittelbar was zurück. Natürlich die fröhlichen Kinder, die da sind, auch begeisterte Eltern, die Talente an ihren Kindern entdecken, wo sie gesagt haben, das gibt es nicht. Also ich habe heute schon viele tolle Dinge gesehen. Einfach toll. Sollten wir weitermachen. Vielen Dank, Lukas Müller. Vielen Dank an die Grazer Wechselseitige, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Vielen Dank. Sehr gern. Eigentlich mein erster, aber in diesem Falle heute an einem wunderbaren Tag für die Stars von morgen im Askö-Stadion, ist jetzt mein letzter Gesprächspartner heute, ohne den alles, was da hier ist, nicht stattfinden könnte. Nicht einmal ich, nicht einmal der Grazer, der Gründer des Grazers, der Erfinder des Tag des Sports und auch der Erfinder, das haben wir schon gemeinsam dann gemacht, der Erfinder des Kids Days, den heutigen Tag. Mehr als 4.000 Kinder, Rudi Hinterleitner. Kinder, Jugendliche waren heute da, haben mehr als 38 Sportarten ausprobiert, haben es testen können, haben eine Freude gehabt, die Eltern auch, haben ein Lachen im Gesicht gehabt,
gib uns dein Fazit, weil du bist der, der seit 3 Tagen rund um die Uhr und seit Monaten unermüdlich dafür kämpft. Gib uns dein Fazit des heutigen Tages. Der schönste Tag war das Lachen der Kinder. Alle waren begeistert, ob sie Eishockey probiert haben, ob sie der Skiverband im Sommer probiert haben. Das Lachen der Kinder und auch die Zufriedenheit der Eltern, dass sie endlich einmal gesehen haben, was die Kinder, was der Sport für die Kinder bedeutet. Kein Handy. Ich habe keinen einzigen mit Handy gesehen am Platz. Sonst schauen sie immer vor ins Handy. Heute war der Sport die Nummer 1 und das sind unsere Stars von morgen. Und heute waren die Kinder die Stars. Und das war großartig. Der Zweck ist erfüllt. Mir fehlt jetzt die zweite Frage, weil Rudi Hinterleiter hat in seiner unnachahmlichen Art alles gesagt, was es zum Sagen gibt. Für mich, Rudi, ist es einfach so, du bist für mich der Star, weil sonst wird es da nichts geben. Sonst wird es in Graz auch nicht geben, sonst wird es den Tag des Sports nicht geben, sonst wird es in Kitzsee nicht geben. Und dafür sage ich dir einfach Danke. Und ich sage Danke bei dir, weil ohne dich als Geschäftsführer und als Verantwortlicher von Grazer würde ich das nicht mehr weiterleben. Danke. Danke, Rudi.